Thank you so, so much. Yeah. See how immediately your heart opens up? Yeah. Yeah, it can't be easy. Es kann ganz leicht sein. Yeah. We want the easy way. Wir wollen den leichten Weg. Yeah. We want to follow our heart. Wir wollen unserem Herzen folgen. And live a life of joy. Und ein Leben aus Freude leben. Many years ago, I saw that on a bumper sticker on a car. Vor einigen Jahren sah ich das mal auf so einem Aufkleber auf dem Auto hin. It said, "Life's the joy." Es sagte, "Life is." That's good. She's doing an English. Leben ist Freude. And then you ascend. Und dann steigst du auf. That's a great bumper sticker. Das ist ein wunderbarer Aufkleber. Said, oh, that's my philosophy of life right there. Das ist meine Philosophie da. And definitely the Holy Spirit is the spirit of joy. Und ganz bestimmt der Heilige Geist ein Spirit der Freude. Yeah. And the curriculum of the Holy Spirit is the curriculum of joy. Und der Lehrplan des Heiligen Geistes ist der Lehrplan der Freude. And it seems we just have to go through an undoing process. Es sieht so aus, als müssten wir durch einen Loslassprozess gehen. That was such a beautiful song, Trust Your Process. Und es war so ein schönes Lied. Process of your soul. Vertrau dem Prozess, vertrau deiner Seele. Yeah. Because when we look at this world, we see that we have been mesmerized in the past. Wenn wir uns diese Welt ansehen, dann sehen wir, dass wir hypnotisiert worden sind von dieser Welt. Yeah, it's like we have had a veil of darkness covering our mind. Es ist, als hätten wir einen dunklen Schleier über unseren Geist gezogen. And yet we've had many lines of inspiration over the years. Und doch hatten wir so viele Eingaben der Inspiration über die ganzen Jahre hinweg. Yeah, like the 23rd Psalm of the Bible. Zum Beispiel der 23. Psalm der Bibel. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death. Ich glaube, ich habe den falschen Psalm gesagt. Das war nicht der 23. Deswegen war ich auch so blöd. You just have to change your tone. Can you please read? Yeah, you know, I walk through the valley of the shadow of death. So wie ich durch dieses Tal der Dunkelheit des Todes gewandert bin. I will fear no evil. Werde ich keinem nichts Böses fürchten. For God is with me. Weil Gott mit mir ist. Yeah. I've enjoyed going very deep inside my mind. Ich habe es so genossen, so tief in meinen Geist hinabzusteigen. And every time I come to visit Europe, some big event happens. Und jedes Mal, wenn ich Europa besucht hatte, ist irgendein großes Ereignis passiert. Sometimes it involves sports or science or religion. Manchmal hat es betraf es Sport oder die Wissenschaft oder Religion. I came over one time and they were just in the process of choosing a new pope. Als ich einmal hier war, dann war gerade der Prozess im Gange, einen neuen Papst zu wählen. And the German pope, Pope Benedict, had resigned, which is not common at all. Der deutsche Papst Benedikt hat sich verabschiedet, was nicht normal ist normalerweise. And when I was traveling around Europe doing the gatherings, und ich bin durch Europa gereist und habe die Veranstaltungen alle gehalten. All of Europe was waiting to see the white smoke come out of the pipe. Und überall haben sie darauf gewartet, dass dieser weiße Rauch aufsteigt aus diesen Schornsteinen. Yeah. And then still here, Pope Francis emerged, and I said, "Oh, what a sweet man!" Und dann ist daraus gekommen, dass Papst Franziskus der Papst wurde. Was für ein wundervoller Papst. Yeah. One time I was here, I was going around, I think it was in Germany and a lot of countries, it was the Euro Cup, soccer.
Einmal, als ich hier war, bin ich durch Europa gereist. Ich war in Deutschland und da war die EM wieder in Europa, Fußball-EM. Yeah, so it's fascinating. I would go and see rooms full of people watching the TV, dressed up, cheering their country. Ja, es war sehr wundervoll zu sehen. All die ganzen Räume, die waren voll und die Leute hatten alle Fußballspiele angefeuert und hatten diese ganzen T-Shirts getragen. And on, but I did 10 countries. On the last country, I was on a rooftop outside of Madrid, Spain. Ja, ich bin durch 10 Länder gereist und am Ende war ich in Spanien auf einem Dach oben. And when I spoke the last word of my Europe tour. Und als ich das letzte Wort gesprochen hatte von meiner ganzen europäischen Tour. Fireworks went off, and people were running in the streets and painted in different colors. I saw it. The celebration. Überall war ein Feuerwerk und die Leute sind draußen auf der Straße rumgelaufen und haben gefeiert. It's a perfect celebration. What's going on? Das war perfekt. Und ich dachte, was ist hier los? He said, Spain won the Euro Cup. Und Spanien hat den Europacup gewonnen. Then one year I came over and they said, the scientists, the physicists have announced a new discovery. Und eines Tages hatte die Wissenschaftler hatten eine neue Sache entdeckt. Something. A new discovery from Bern, Switzerland, I think the particle accelerator that they have. Das war in der Schweiz, in Bern, da haben sie diesen Teilchenbeschleuniger gefunden, glaube ich. Yeah. We're getting into the physics. But they announced that scientists have discovered. For the first time ever, the God particle. Dann haben die Wissenschaftler zum ersten Mal das Gottesteilchen entdeckt. And it was a particle that they call it the God particle because it is in everything in the whole fabric of time and space. Sie haben es das Gottesteilchen genannt, weil es überall erschienen ist, überall auf der ganzen Welt, im ganzen Universum. But I thought, that's a funny name, they should call it an ego particle. Das ist eine lustige Sache, wir sollten es vielleicht das Ego-Teilchen nennen. We need to work on our metaphysics. Wir müssen mit unserer Metaphysik arbeiten. But I really love Europe. Aber ich liebe wirklich Europa. Because so many of the searches I did, so much reading I did, was reading these great minds that were in Europe. So viele Sachen, die ich gelesen habe, kamen alle aus Europa. It was important. I think the philosopher Immanuel Kant touched my heart. You know, how do we know what we know? He asked the question. We've all been waiting to hear that question. Der Philosoph Immanuel Kant hat mich sehr inspiriert. Er hatte die Frage gestellt, woher wissen wir, wer wir sind? And Einstein, I just adored reading all of Einstein's work and quantum physics. It just really excited my mind. Und ich liebe Albert Einstein. Er hat mich wirklich sehr inspiriert. It was just, when he started going into quantum physics, I could see the merge of everything. Als er anfing, in die Quantenphysik einzusteigen, habe ich alles gesehen, wie alles zusammenschmilzt, wie alles verschmilzt, yeah. Zu einem. Yeah, everything. His theory of relativity, I totally realized that all time and space was interrelated, but it was all relative. In seiner Relativitätstheorie hat er festgestellt, dass alles zusammenpasst und miteinander verbunden ist. Yeah, nothing absolute about this world. Es gibt nichts Absolutes in dieser Welt. Yeah, and I'm searching for truth. Und ich habe nach der Wahrheit gesucht. I could feel it in Mozart's music. Ich fühle in der Mozart Musik. Yeah, I could feel it in Beethoven and Bach. Und ich fühle Beethoven. Yeah, I could feel it in Bach tea. Ich kann es in Bach tea fühlen. It's still there. It's fluttering inside. Es ist immer noch da. Es ist im Herzen. Es gibt im Herzen her. So, yeah,
we're here tonight. This is Erpi's first trip to Germany. Yes. Das ist Erpis erste Reise nach Deutschland. All the way from Peru. Wir kommen aus Peru. And Erpi is a, she's a mystic. Und sie ist eine Mystikerin. She prays all day. Sie betet den ganzen Tag. Yeah. The prayer is the answer to everything. Das Gebet ist die Antwort zu allem. And maybe you want to share a little bit on your first trip here. Möchtest du vielleicht etwas uns mitteilen auf diesem ersten Reise nach Deutschland? That's amazing because it's that feeling more stronger than I feel when I enter here. Ja, es ist unglaublich. Ich habe dieses Gefühl, als ich hier eintrat, das wurde viel, viel stärker. Before coming here, I was praying for. Bevor ich nach hier kam, habe ich gebetet. I'm praying for feel His love in each encounter that I will hear here. Ich habe dafür gebetet, die Liebe in jeder einzigen Begegnung hier zu fühlen. To feel the union that we are one mind in each encounter that coming here. Die Vereinigung zu spüren hier mit jedem Einzelnen zusammen, dass wir ein Geist sind. I feel all the joy in the first 5 minutes that when I enter here. Ich habe wirklich die ganze Freude gespürt hier in den ersten 5 Minuten, als ich hereinkam. It's like is one recognition to the same mind. Ja, es ist wie als wir alle diesem einen Geist angehören. In the first two hearts that I have, it's like is that love. Is the cries? Is that my heart was very, very quickly. In der ersten Umarmung, die ich hatte, war dieser zu fühlen, dieser Geist, den wir teilen. Und es ist sehr, sehr glücklich darüber. When I saw that air, when I saw to this, it's like I don't know. It's in different kind of situation or through social media. Or in another retreat, it's like each encounter, say, oh, we can see again. In jedem Begegnung, als ich Daniel sah, oder... With you. Mit mir, jetzt habe ich den Zwischenteil vergessen. I forgot the between. And the encounter that we have is this expression to joy, to love. Ja, all die Begegnungen, die Liebe. In jeder Begegnung, hier in all den Gatherings, Zusammentreffen, die wir hatten. Und ich sehe die Leute immer wieder und freue mich total, alle wieder zu sehen und spüre diese Liebe. Even the, when you say, oh, you don't know me, but the Baban and Huber sent to you a lot of love. Say, oh my God, we are one family. We are the same. It's, oh, sorry. Okay, what I got is that we are one family and enjoy. To play the German. Also was ich verstanden, nein, was ich verstanden habe, ist, dass wir eine Familie sind und dass ich das immer spüre überall hier. It's a demonstration for my mind that we are very connected. We are the same. Ja, ich spüre, dass wir alle total verbunden sind. Wir sind das Gleiche. And one of my deep praying is I would like always live with an open heart. Mein Gebet ist, dass ich möchte immer mit einem offenen Herzen leben. That he help me all the moment to live it with an open heart. Dass ich ihn höre und dass ich immer mit diesem offenen Herzen lebe. Because when I am with an open heart, I can remember that I know what identity I am, the Christ, I am the love. Ich bin nicht dieser Körper, ich bin die Liebe, ich bin der Geist. And the first minute I was with this beautiful open heart, this beautiful connection, and then listening to song, it's like, oh my God, I don't know what is happening. The next moment, in me. In der ersten Minute habe ich das gespürt. Ich war diese Freude, diese Liebe hier. For me, this experience is feel intensive, but it's so beautiful. Für mich ist dieses Erlebnis so
ausdehnen. Das ist so wunderschön. Because it remember me that to continue this praying, to let it go, this identity, this small identity, to like Urpi. Weil es mich daran erinnert, dass ich diese kleine Identität, die ich hier habe, loslassen kann. And to continue letting go all the belief to this world, because this is the painful for my mind when I think that I am a teeny personality. Immer damit fortzufahren und mich daran zu erinnern, dass ich das loslassen kann, dieses kleine Ich, was ich hier bin. Denke. And when I surrender to his love, wenn ich mir alles übergebe zu seiner Liebe, dieser Liebe, I can feel that all the thing is one dance. I don't need to thinking, I don't need to plan anything. Dann fühle ich, als ob alles ein Tanz ist. Ich brauche nicht darüber nachzudenken und ich brauche nichts zu planen. And I can feel that this trip was something this. Mm-hmm. Ich fühle das sehr tief. Okay. It's more short. And yes, and I feel so happy to be here in Germany. Und ich bin so glücklich, in Deutschland zu sein. Only if all this session finished now is the gift for me is completed. Also alles, das ist jetzt hier das Ende. Und für mich ist das alles in einem hier. The expansion in my heart is beautiful, so precious. Die Aufregung in meinem Herzen ist so wunderschön, so wertvoll. And I feel that I come here only for this moment, for feel this beautiful, beautiful expansion in my heart. Und ich habe das Gefühl, ich bin nur für diesen einzigen Moment hierher gekommen, um diese wundervolle Ausdehnung in meinem Herzen zu spüren. That Jesus used this moment for remember, to continue remember. You are coming here only for remember that you are one with me. Ja, und Jesus sagt mir, dass es nur darum geht, mich dann ihn zu erinnern an Jesus. Das ist das Einzige, was zählt. Yeah, it starts to become so clear that we're to practice the holy instant. Es wird so klar, dass wir den heiligen Augenblick üben müssen. We're just to give ourselves completely over to the present moment. Wir geben uns selbst total in den heiligen Moment über. Even though that goes against our past conditioning. Auch wenn es gegen unsere vergangene Konditionierung geht. All of our learning and trying to produce something or make something of ourselves in the world. All das ganze Überlernen, irgendwas in dieser Welt zu machen oder uns selber in dieser Welt darzustellen. Yeah. Somebody gave me this T-shirt as a gift. There will be an answer. Let it be. Jemand hat mir dieses Sweatshirt als Geschenk gegeben. Hier ist die Antwort. Lass es los. Yeah. And really that is the practice of being able to watch the world without judging it. Und das ist wirklich die Antwort, die Welt zu beobachten, ohne sie zu beurteilen. And while we believe in an ego, the spirit just uses the thoughts in a helpful, constructive way for everyone. Und während wir ihn, benutzt der Heilige Geist unsere Gedanken, er kann alles nutzen. And that is our guidance. It filters through our ego structure and comes in helpful words and instructions. Und das ist unsere Führung. Es kommt auch durch die Ego-Gedanken und hilft uns auch damit zu üben. And that's just better with focus. It's just being intuitive, being trusting and intuitive, 100% intuitive. Ja, und das ist der Fokus, den wir haben sollten. Intuitiv zu sein, 100% intuitiv. Yeah, not having preconceptions of how the world has to be or how the appearances have to look. Keine vorgefassten Urteile zu haben, wie etwas aussehen soll oder wie etwas sein soll. I was noticing that this year there's a lot of political elections happening.
around the world. Ich habe festgestellt, dass hier über die ganze Welt verteilt viele politische Wahlen im Gange sind. But an election is a decision. Aber eine Wahl ist eine Entscheidung. And Jesus is telling us, you can elect to follow the Holy Spirit. Und Jesus sagt uns, du kannst wählen, den Heiligen Geist zu folgen. And in A Course in Miracles, he teaches us how to discern between the right mind and the wrong mind. Und im Kurs in Wundern lehrt er uns, wie wir uns entscheiden können zwischen dem rechtgesinnten Geist und dem falschgesinnten Geist. And strengthen our decision by teaching it, by extending it. Und unsere Entscheidungen zu stärken, indem wir sie lehren. And beginning to start to feel like an idea in the mind of God. Und dann fangen wir an, uns so zu fühlen, wie eine Idee im Geiste Gottes. As we give love from our heart, we strengthen it. Wenn wir die Liebe aus unserem Herzen geben, dann verstärken wir sie. It just gets stronger and stronger in awareness. Sie wird stärker und stärker in unserem Gewahrsein. It starts to feel more and more natural. Es fühlt sich immer natürlicher an. And it feels like that we are just letting go of our past regrets and our future worries. Und es fühlt sich an, als würden wir unsere ganzen regrets, unsere ganzen Bedauern fallen lassen und unsere ganzen Sorgen. Yeah. And that's what I enjoy about travel, because we really have to let go of thinking we can judge anything that's happening. Und das, was ich an den ganzen Reisen liebe. Wir müssen wirklich alle unsere Urteile loslassen. I think it's been our last 4 airports. We have had some wild times. In letzten Flughäfen hatten wir echt eine wilde Zeit. Including today, in Paris. Heute angeschlossen in Paris. And that is a practice. Und das ist unser Üben. Just what we're talking to about put in practice all the theory that Jesus teach us in the Course of Miracles. Ja, es geht um all die Sachen zu üben, die er uns in den Kurs in Wundern erzählt. The important that is put in practice all the teaching to Jesus. Wie wichtig es ist, all die ganzen Sachen zu üben, die er uns lehrt. If not, for the mind is so difficult. We start to try to put the to bring the light to the darkness, and it's difficult. It's heavy. It's the opposite that you say, the darkness to the light. Es ist so schwierig für den Geist zu versuchen, das ganze Licht hierher zu bringen. And the point is the praying. In my praying is to help me to see this world with your eyes. Mein Gebet ist halt zu ihm zu fragen, hilf mir, die Welt mit deinen Augen zu sehen. And it's helping to remember the truth that this world is really my illusion. Und es ist schwierig, mich daran zu erinnern, dass diese Welt wirklich meine Illusion ist. And today, when we arrived in the first airport, we saw for the plane all that it was very foggy. Als wir zum Flughafen kamen, sahen wir, dass es sehr, sehr neblig war. And we talking, yeah, all five senses say can see more deep the reality. Unsere 5 Sinne, die konnten nicht weiter schauen. Sie konnten nicht die Wirklichkeit sehen. And through to the praying and through to the surrender, we can see more. To the 5 senses, more to the show of 5 senses. Und durch das Gebet und das Übergeben können wir sehen durch unsere 5 Sinne. And we have all these 3 or 4 airports, we have different advantages. In the last 4 airports, we have different adventures. In den letzten 4 Flughäfen hatten wir unterschiedliche Abenteuer. That for the ego, maybe screaming, for what happened in this situation? Und das Ego hat geschrien, was passiert hier in der Situation? Well, okay, it's all remembered. All the thing for returning to the holy instant.
Ja, immer sich daran zu erinnern, dass es nur darum geht, uns in den heiligen Augenblick einzutunen. For choose again. Und wieder zu wählen. Wähle noch einmal. For joy, see, okay, how I can see the situation with your eyes. Um in die Freude zu kommen. Wie kann ich die Situation durch deine Augen sehen? In the last, no, the one of these last play when we coming from Paris to in einem dieser letzten Germany. Flugzeugen, als wir von Paris kamen. We are coming in like a bus, minibus. Kamen wir mit einem Bus. And appear that the way is 1 hour and 30 minutes, something that. Und es schien so, als wäre der Weg ungefähr eine Stunde und 20 Minuten. But have a lot of traffic. Und es war sehr, sehr in the way. And say, oh my God, we don't have idea if we go on time to for the plane. Und wir haben gedacht, oh Gott, ich weiß nicht, ob wir noch rechtzeitig am Flughafen sein werden. In that point, we start to see different ways to come. Maybe we can rent a car for coming to Germany. In that point, we start to look in a different way to come into Germany. Danach schauen, ob wir eine andere Möglichkeit finden, nach Deutschland zu kommen. But then, okay, moment, step by step, surrender. Stopp. Eins nach dem anderen, wir übergeben es. But all was very, very okay. All was for surrender and outcomes. Und alles ging nur, es ging nur darum, den Ausgang einen Sinn zu haben. And again, remember, our praying is not for outcome to the world. Praying is not for outcome in the world. Das ganze Gebet war nur für also wie das ausgeht in der Welt. If for remember to be in the holy instant is here. Aber es geht darum, sich daran zu erinnern, hier zu sein im Augenblick. And in that point we let go whatever thing that is happening. Und in dem Moment haben wir alles losgelassen. And starting the joy. Starting the joy. We be in the joy. Und die Freude hat angefangen. But it was perfect because we came in maybe 10 minutes before that close. Aber es war perfekt. Wir kamen ungefähr 10 Minuten vorher an. To put the luggage. Um das Gepäck. We entered exactly moment for the line for enter to the gate. Es hat alles wunderbar geklappt. Es war okay. Perfekt. We don't need to worry for anything. Wir brauchten uns um gar nichts zu sorgen. His plan is a perfect. For perfect is a joy. Or for forgiving, or for remember that we are the joy, we are the love, and we are sustained for this love. Nur um sich daran zu erinnern, dass wir die Freude sind und dass wir diese Freude ausleben müssen. And that is the beautiful adventure with Jesus and with the Christ. Und das ist das wundervolle Abenteuer mit Jesus und dem Heiligen Geist. And this is for us, day by day, moment by moment, it's adventure, moment by moment, okay? Only for remember. Und das ist für uns, im Moment. It's not about zu erinnern. Sorry. It's not about for anything that happened or not happened in the world. Und nicht uns darum zu kümmern, was in der Welt passiert. It's only for me, for remember our true identity. That is the only. Es geht nur darum, uns daran zu erinnern, unsere wahre Identität. And then it's start to feeling that it's joy. Nur um zu fühlen, dass es Freude und Freude ist, nur Freude. Yeah, I liked it on the thumbs of plane. They came to Irby and they said, do you speak German or English? English. Ja, im Flugzeug hat Irby gefragt, sprechen Sie Deutsch oder Englisch? Englisch. Because when I first met Irby, she had very little English. Als ich Opie das erste Mal traf, hat sie sehr, sehr wenig Englisch gesprochen. But I could connect telepathically read her mind, so I knew what the words meant, what she was saying, but she wasn't really pronouncing them similar to English words.
aber ich konnte mich mit ihr verbinden. Ich habe in die Augen geschaut und ich konnte fühlen, was sie meinte. Und das war sehr ähnlich. Yeah, she'd call me up and she'd say, I must open a throne. Open a throne. Open, well, a throne, you know, like a throne, the king and queen sit on the throne. Open a throne, right? Ich muss eine Krone öffnen? Yeah. That sounds good. Yeah. And I knew that I could read her mind, right? She was saying, I must open the thought to you. I must open the thought to you. Aber ich hab's verstanden und ich sagte sehr, du meinst, ich muss einen Gedanken öffnen. And my friend Jason, he said, what is she talking about? I don't understand. Ich verstehe nicht, worüber sie spricht. And I said, well, open a throne means open a thought. Eine Krone zu öffnen bedeutet, einen Gedanken zu öffnen. And the throne is like a position of power, you know, where the king or the queen. Und eine Krone ist ein Statussymbol für einen König oder eine Königin. So I said, do you think of it that way? It's like something reminding you that our thoughts are very, very powerful. Und das erinnert mich daran, dass eure Gedanken sehr, sehr, sehr kraftvoll sind. And Jesus says, you know, you don't remember how powerful your thoughts are. Und Jesus sagt, erinnerst dich nicht daran, wie kraftvoll deine Gedanken sind. And your mind is much too tolerant of mind wandering. Und dein Geist ist viel zu tolerant bezüglich der Geist. Er wandert zu viel umher. Yeah. So it's always a practice of paying close attention to our thoughts and choosing again with the spirit. Ja, und es geht immer darum, nochmal zu wählen und mit dem Heiligen Geist zu wählen. Opie mentioned the word outcome. Opie hat das Wort Auskommen, also Ergebnis genommen. This world of time and space is just a world of unreal outcome. Diese ganze Welt ist nur eine Welt aus nicht wahren Ergebnissen. And Jesus told us that the kingdom of heaven is within. Und Jesus hat uns gesagt, dass das Reich des Himmels, das Himmelreich in uns ist. And he's teaching us that we have to learn how to discern between the Holy Spirit and the ego. Und er lehrt uns, wie wir uns entscheiden können zwischen dem Heiligen Geist und dem Ego. Because in the world of projection, everything is about events and circumstances and outcomes. Weil in der Welt der Geschehnisse geht es immer nur um irgendwelche Ergebnisse oder events. Yeah. Oh, it's like if it's sports, there's an outcome, a team that wins and a team that loses. Yeah, beim Sport gibt es, es geht immer nur um ein Ergebnis, wer gewinnt und wer verliert. Yeah. In a political election, the same thing. Und in der Politik ist es das Gleiche. And if we look at it, we can look at it in terms of education and grades. Und wenn wir uns das ansehen, können wir das auch sehen im Lernen und in Graden, die wir abschließen. In terms of relationships with beginnings and endings. In Beziehungen, Anfänge und Ende. Even in terms of birth and death. Auch in Begriffen wie Geburt und Tod. It's all invented to distract our mind from being still in the present moment. Es ist alles erfunden, um uns von dem gegenwärtigen Moment abzuhalten. And then Jesus is telling us, just ask one question with everything. Und Jesus sagt uns, frag einfach nur eine einzige Frage bei allem. What is it for? Wozu dient es? What is the purpose? Was ist der Zweck? And when you begin to do that, your life becomes much more simple. Und wenn du anfängst, das zu tun, wird dein Leben viel, viel einfacher. You're not
interested in what the five senses are showing you. Du bist nicht mehr daran interessiert, was deine fünf Sinne dir zeigen. But what you feel in your heart. Aber was du in deinem Herzen fühlst. And what you're guided to do. Und wozu du geführt wirst. Our mind, when it is asleep, it is so identified with the body. Wenn unser Geist im schlafenden Zustand ist, so sehr mit dem Körper identifiziert. But the Holy Spirit has repurposed everything of this world, including the body. Aber der Heilige Geist hat allem in dieser Welt einen anderen Zweck gegeben, eingeschlossen im Körper. And we have been used to seeing the body as an end. Und wir sind daran gewöhnt, den Körper als ein Mittel zu sehen. And having our goals related to the body. Und haben unsere Ziele auf den Körper gerichtet. And to time. Und zu der Zeit. But the deeper we go, we realize that that's backwards. Aber je tiefer wir gehen, umso mehr stellen wir fest, dass es rückwärts ist. That we deeply want peace of mind. Dass wir ganz, ganz tief wirklich den Geistesfrieden wünschen. It becomes our priority. Es wird zu unserer Priorität. We start to see that that experience is what everything is for. Wir sehen, dass alle Erlebnisse dazu dienen. There's one point in A Course in Miracles. Es gibt einen Punkt im Kurs in Wundern, where Jesus says, wo Jesus sagt, can you imagine what it's like to be perfectly calm and quiet all the time? Kannst du dir vorstellen, was es heißt, immer perfekt im Frieden zu sein? That is what time is for. Dazu dient die Zeit. To learn just that and nothing more. Nur um das zu lernen, nichts anderes. And that's what makes life joyful. Und das ist es, was das Leben freudvoll macht. When we were caught in a traffic jam, wondering if we would make it to the airport. Ob wir jetzt im Stau stehen irgendwo und fragen, ob wir es pünktlich zum Flughafen schaffen. Even though we gave ourselves like 3 hours and 15 minutes. Auch wenn wir uns 3 Stunden und 15 Minuten geben. We were just sitting there, all of us in the van and not moving in traffic. Wir haben da gesessen in dem Van und es hat sich gar nichts bewegt. I was saying, how long the drive is it from Paris over to Cologne? Ich habe gesagt, wie lange dauert es von Paris nach Köln zu fahren? Yeah, and then Gabriel was in the back and I was in the front, and we start going around like this. I said, maybe Mercedes or Porsche. Because we wanted to come, but we thought, well, if we miss the flight, then what can we do? And so it's important to get so confident with your inner guidance. Es ist so wichtig, so in die innere Führung zu kommen. And see that it handles absolutely everything. Und dann zu sehen, wie es wirklich alles gehandhabt wird dadurch. Without exceptions. Ohne Ausnahmen. And the more confident you get in that. Und je mehr du dem vertraust. It, the whole world starts to feel very playful. Fühlt sich die Welt sehr, sehr spielerisch an. And you just are laughing so much when things seem to be breaking down and falling apart. Und du lachst sehr, sehr darüber, wenn anscheinend irgendwelche Sachen zusammenbrechen in der Welt oder nicht funktionieren. Gabriel and Paulina were traveling with us and they had big suitcases from Brazil. Gabriel und Paulina sind mit uns gereist und haben große Koffer mit dabei gehabt. And that means you have to check the bags in. Instead of just rolling on with the carrier. Ja, das heißt, dass wir das Gepäck einchecken mussten. And, but, yeah, Gabriel was in the back going, but I couldn't do without. Ich kann das auch ohne machen. Like, yeah, they were looking at how they could lighten their load by a lot. Wir haben überlegt, wie sie halt das Gewicht daraus nehmen könnten. Yeah.
But more and more you have those opportunities where you can really just come back to what is this for? What is it that I truly need? Du kommst immer mehr dahin, wirklich zu überlegen, wozu dient es und was kann ich damit machen? Because really in the present moment we have no problems whatsoever. Im gegenwärtigen Moment haben wir überhaupt keine Probleme. And we don't really need to play that game of past and future. Und wir müssen dieses Spiel von Vergangenheit und Zukunft überhaupt nicht spielen. That's what I'm discovering, is I can really be clueless about the world and be guided through everything. Das ist das, was ich entdeckt habe, wirklich total keine Ahnung zu haben von der Welt und mich führen zu lassen. Yeah. And I'm also feeling that doesn't matter what the situation is, there's never a reason to get serious. Und auch egal, welche Situation es ist, es gibt nie einen Grund, irgendwas ernst zu nehmen. Yeah, it really feels more and more like the world is a comedy. Es fühlt sich immer mehr an, als wäre die ganze Welt eine Komödie. And the more extreme it gets, you have to laugh at it. Und je schlimmer es wird, du musst einfach darüber lachen. And Jesus wants us to be lighthearted and to feel the joy. Und Jesus möchte, dass wir diese leichten Herzens sind und diese Freude fühlen. Yeah, everyone likes the picture drawing of the laughing Jesus. Ja, jeder mag dieses Bild eines lachenden Jesus. Yeah, so relaxing to see the smile. Das ist so entspannend, sein Lächeln zu sehen. Yeah. So, I find that it does get simpler and simpler as we go deeper and deeper. Ich fühle, dass es immer einfacher wird, je tiefer wir gehen. I know for you, Ruby, it's been like there's so many energy experiences that you have. Ich weiß für dich, Ruby, es gibt so viele Energieerlebnisse, die du hattest. Yeah, they come out in strange ways and so that's another practice in non-judgment. Sie kamen auf ganz unterschiedliche Weise und fremde Weise raus und das ist ein anderes, auch wieder ein anderes Erlebnis. Yeah, I can feel that when we start to go more and more deep, wenn wir immer tiefer gehen, we start to have more and more experience that we don't have this body. Dann haben wir immer mehr dieses Erlebnis, dass wir uns nicht sorgen müssen. And we start to have experience that don't fit in the world. Wir haben Erlebnisse, die überhaupt nicht in diese Welt passen. That don't fit in the rules to the world. Sie passen nicht in the rules to the world. Doesn't fit in the rules. In die Regeln. Sie passen nicht zu den Regeln der Welt. I'll be the interpreter. But it's Burpee lingo. Burpee lingo. Maybe David will maybe translate. Maybe it would be a new rule. Yes. But all the thing is for this, for the joy. Yeah, this is not real. I'm just clinging to my room. And I have to let go. That is one of the beautiful things when I start to connect with David. That's the schöne, when ich mit David connecte. I don't have an idea how he understands when I talk in English. I don't have an idea how he understands me when I talk in English. But even that is for our joy. Das ist auch nur für die Freude. And for me, all this experience. Und für mich all diese Erlebnisse. The experience that I have with the body that really I don't understand what happened with this body. Diese Erlebnisse mit meinem Körper. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. For times or for a moment I eat or for a moment I don't have any hungry, I only drink things.
Manchmal esse ich was und manchmal habe ich überhaupt keinen Hunger und trinke nur irgendwas. But I feel that is the answer to my praying to remember that I'm not a body. Aber ich fühle, das ist die Antwort auf mein Gebet, dass ich kein Körper bin. And it's so beautiful because in that moment I go again to praying. Und in diesem Moment, das ist wundervoll, muss ich wieder beten. I say, okay, what I need to do in this situation is for go to the doctor. What I need to do in this situation is for go to the doctor. Ah, ich bete dann, was soll ich tun in diesem Moment? Soll ich zum Arzt gehen? I need to eat something. Oder soll ich etwas essen? Or no eat. Oder nichts essen? And it's amazing that coming the answer. Das ist unglaublich, dann kommt die Antwort. And it's for the feeling that I have. Das Gefühl, was ich habe, is for reinforce the trust in him. Das ist ihm zu vertrauen. He used this situation for reinforce the trust in him. Er benutzt diese Situation. Damit ich in seine Kraft vertraue. And for letting go all the belief that I have in this world. Und all diesen Glauben an diese Welt fallen zu lassen. Like Saint David. David. That all this world is one, only one idea in my mind. Dass diese Welt nur eine Idee in meinem Geist ist. One body healthy is one idea in my mind. Die Gesundheit meines Körpers ist eine Idee in meinem Kopf. The nutrition is one idea in my mind. Ernährung ist eine Idee in meinem Geist. The kind of relationship is one idea in my mind. Die Art der Beziehung ist eine Idee in meinem Geist. All this world is what is the rules to is ego rules. All diese Welt, die ganze Welt besteht nur aus Ego-Gesetzen. And the ego show different fragments to separation. Und das Ego zeigt uns verschiedene Teile der Teilung, Trennung. How I need to relate with my friend, how I need to relate with one partner, how I need to love to mother or son. Wie ich mich verhalten soll, meinem Freund gegenüber, meinem Partner gegenüber oder meinen Kindern gegenüber. And it's like, for me is that all this experience that I have is for continuing question, what is in my mind, all that idea that I have to this world for letting go all that ideas. Alle diese Erlebnisse dienen dazu, immer wieder zu hinterfragen, woran ich glaube in meinem Geist. And my prayer is for empty my mind. Und ich bete dafür, meinen Geist zu leeren. Don't have idea for anything. Keine Idee von irgendwas zu haben. It's coming with an empty mind, empty hand for the holy instant, for this moment. Mit einem leeren Geist zu kommen, nur für diesen heiligen Augenblick. Even with a, for example, with David. Zum Beispiel mit David. Every day is okay. I would like encounter with him with empty mind, with old past. Jeden Tag, wenn ich mit David zusammen bin, dann lernen wir unseren Geist. Wir lassen die ganze Vergangenheit los. Because I feel that we one recognize that we are only one mind. Weil wir nur ein einziger Geist sind. And we need to clean all our mind to all the thoughts. Wir müssen unseren ganzen Geist säubern von all den ganzen. Fulfill more and more this joy. Um immer mehr Freude zu spüren. If we, for example, in this case, again, for this dream, for coming here. Und noch einmal, um das nochmal zu sagen, als wir hierher kamen, die Reise nach hier. If we need to let go on that idea that if it's good, lost one flight or roll. We need to let go that idea if it's good. Lost the flight or not? Wir mussten den Gedanken loslassen, ob wir den Flug jetzt bekommen oder nicht. We don't know what it's for. Wir wissen einfach nicht, wofür es dient. And we are open for whatever that is coming. Wir sind offen dafür, was auch immer passiert. Because we know that all the things is for our joy, for continuing to remember the truth. Weil wir wissen, dass alles nur der Freude dient und uns daran zu erinnern. One of the feelings that I have months ago. Eines dieser Sachen, die. One of the feelings that I have months ago.
Etwas, was mir vor einigen Monaten passiert ist. When I was reading the course. Als ich den Kurs gelesen habe. I feel in the very strong in my heart. I need to death completely to Urpi. For Urpi. Is okay for Urpi? Habe ich gefühlt, dass ich... Who's she? For who? Are you asking me how your name is? What your name is? Yeah, when I don't feel completely peace in my heart. Um den perfekten Frieden in meinem Herzen zu spüren. Question me. The belief that I have in my mind. Dann stelle ich den Glauben in meinem Geist in Frage, den ich gerade habe. And send to the Holy Spirit. Und sag zu dem Heiligen Geist. Correct my mind. Berichtige meinen Geist. But is all the belief. Was? All the belief that I have in my mind. Gedanken, die ich habe, die Überzeugungen. I feel that he's very radical. I feel that he's very radical. Ich fühle, dass sehr radikal ist. Even the spirit is very radical. Ja, sehr radikal. I think that's the title of the talk tonight. Uncompromised. Kompromisslos. Der Heilige Geist ist sehr, sehr kompromisslos. For example, I think that I need to go every day to my mother. Ich denke, ich muss jeden Tag zu meiner Mutter gehen. I feel that my soul need to come every weekend to my house. Ich denke, dass mein Sohn jedes Wochenende zu mir kommen muss. Really is true? Really? Ist das wahr? Really, that is my happiness. Ist das wirklich mein Glück? Really, my happiness coming from something outside to me. Ist es so, dass das Glück von irgendwas außerhalb von mir zu mir kommt? For me, it's questioning all the belief that I think in that outside to me it bring me the happiness. Ich stelle alles in Frage, all die Sachen in Frage, bei denen ich denke, dass was von außen zu mir kommen muss, um mir Glück zu bringen. It's one way to question all the belief that I have. Das ist ein Weg, all die Sachen in Frage zu stellen, die ich habe. Send to the Holy Spirit. Und ich gebe sie dem Heiligen Geist. And completely trust that as soon as I send to him. Und ich vertraue vollkommen. That healing is working. Dass das funktioniert. And yeah, and that is the way for me that we are talking. That is, we are going more and more in the joy. Und das ist das, worüber wir sprechen. Dadurch komme ich immer mehr in die Freude. That life is more and more soft, more gentle. Und dann wird es immer sanfter. Yeah. Yeah, the thing that's coming to me now is to talk a little bit about interpretation. Was jetzt gerade in meinen Geist kommt, ging ein wenig über die Interpretation. You know, we're in a beautiful church that comes evangelical through the teachings of Martin Luther. Wir sind hier in einer wundervollen Kirche, die durch Martin Luther. Martin Luther, he was a very simple German man who translated the Gospel, the Scriptures, into German from Latin. Er war ein ganz einfacher Mann, der das Evangelium übersetzt hat aus dem Lateinischen ins Deutsche. Imagine that so many common people that spoke German and only the scriptures were only the property of the church and all everything was in Latin. And so it was a way of keeping the gospels like captured in prison. Ja, es gab so viele deutsche Menschen und es gab die Bibel nur in Latein und die wurde quasi weggeschlossen, die wussten überhaupt nicht, was in der Bibel steht. Yeah. And it's the same with interpretation. With languages. Und das ist das Gleiche mit der Interpretation von Sprachen. It's like the purpose is to have a shared meaning. Der Zweck ist, eine geteilte Bedeutung zu haben. And that's always the purpose of the interpretation, just a shared meaning. Einfach nur die Bedeutung zu teilen von allem. And the way that this world is, with its
multiplicity in its duality. Die Welt, wie sie ist, mit ihrer Vielfalt und Dualität. If you look at all the people, all the cultures, and all the languages in this world. Wenn du all die Menschen anschaust, all die ganzen Sprachen und die verschiedenen Kulturen. It's very, very complex. Es ist sehr komplex. But I'll tell you what is simple. Aber ich sage euch, was einfach ist. It's the Holy Spirit's interpretation. Das ist die Interpretation vom Heiligen Geist. It's always one of innocence. Es ist immer unschuldig. It's always playful. Immer freudvoll. It's always lighthearted and humorous. Immer leichten Herzens und sehr humorvoll. The Holy Spirit never commands and never demands. Der Heilige Geist kommandiert nicht und er fordert auch nicht. The Holy Spirit doesn't understand punishment. Heiliger Geist, er versteht keine Bestrafung. Only pure acceptance. Nur reine Akzeptanz. It's like the memory of God in our mind. Es ist der Gedanke, die Erinnerung von Gott in unserem Geist. And the purpose of any scripture is just to put you in touch with that internal teacher. Und der Zweck einer jeden Buß oder was geschrieben ist, dient nur diesem einen Zweck, uns zu erinnern. Because that's how everything becomes very simple. Und auf die Art und Weise wird alles sehr, sehr leicht. That's how you don't look to the world to try to meet your needs. Und deswegen schaust du nicht in die Welt und versuchst dadurch deine was du brauchst zu stillen, deine Bedürfnisse zu stillen. Yeah. You start to have an actual experience that God is my only need. Du fängst an, wirklich zu fühlen, dass Gott das Einzige ist, was ich brauche. That is true abundance. Das ist wahre Fülle. True happiness, true love. Wahres Glück und wahre Liebe. And you have that inner instruction, inner guidance. Und du hast diese innere Führung, die innere. It carries you through any situation. In jeder Situation. I remember the first time I came to Germany. Ich erinnere mich an das erste Mal, als ich nach Deutschland kam. And immediately the people, they wanted to take me out of Germany. Und die Leute wollten mich ganz plötzlich aus Deutschland rausbringen. They said, come to Austria with us. Komm zu uns nach Österreich. It's so beautiful. Es ist so wunderschön. You know, like Sound of Music. Der Klang der Musik da. Yeah, it's our life. You know, it's good. So I said, okay, all right. Okay. So as soon as I land, they take me to Austria, then I finally get to come back. In dem Moment, ich gelandet bin, haben sie mich sofort nach Österreich gebracht und danach kam ich zurück. And then I did my first gathering in Germany in Munich. Und dann habe ich mein erstes Treffen gemacht in München in Deutschland. And the place was called the Laughing House. In einem Platz, das ich das Lachende Haus nannte. Yeah, the spirit is so humorous. Der Spirit ist so humorvoll. So when I went there, I met a band. Als ich dahin ging, habe ich eine Band getroffen. And the band had like 8 members and they played like 30 different instruments. Und die Band hatte 8 Mitglieder und die haben alle 13 verschiedene Instrumente gespielt. And I said, okay, what would you like me to do here? Und ich sagte, okay, was wollt ihr, was ich hier tue? They said, well, we'll play music and they had a lead singer and we'll do the music. Wir werden Musik machen, wir spielen Musik. And we'll put a chair in front of us, so while we're playing the music, then you sit in the chair. Und wir stellen einen Stuhl vor uns, und während wir spielen, setzt du dich in diesen Stuhl. And then, during the music, we'll bring the music down lower, and someone will come from out of the band to come up and ask you a question. Und wenn wir spielen, dann wird irgendwann die Musik leiser, und dann kommt einer aus der Band nach vorne und setzt sich neben dich. Und würde dich etwas fragen. So, okay, that's the way you want to do it. Then. Und ich sage, okay, lass uns das tun. Never done anything like that before. Ich habe sowas noch nie getan.
I don't know how they do things in Germany. Ich weiß nicht, wie die Leute sind in Deutschland machen. How would I know? Was soll ich das wissen? So they would play a song, music would go down, someone would come up, and then they would stand next to me and ask me a question. Also sie haben Musik gespielt und dann kam einer von der Welt zu mir, direkt neben mich und stellt sich hin und hat eine Frage gestellt. And that's how the whole evening went. Und so ging es den ganzen Abend lang. Until towards the end, the lead singer. Bis zum Schluss, als der Sänger. She came up and she asked me a very direct question. Sie kam nach vorne, hat mir eine ganze Ecke Fragen gestellt. And she said, how much of this world is my responsibility? Also, wie viel von dieser Welt ist meine Verantwortung? And how much of it is outside of me? Und wie viel davon ist außerhalb von mir? And I said, it's all inside. Und ich sagte, das ist alles in. And her eyes got real big. Und sie kriegte riesengroße Augen. And she went back. Und dann ist sie zurückgegangen. And then that was the end. Und das war das Ende. Two hours went by very fast. Zwei Stunden sind sehr schnell rumgegangen. But it was very joyful. Aber es war sehr spaßig. And every time I've come, there's been some very unusual experiences. Jedes Mal, wenn ich komme, gibt es sehr ungewöhnliche Ereignisse. One time I came here and they took me to a retreat center. Einmal als ich hier war, haben sie mich zu einem Retreat Center gebracht. Yeah, and they said, here's the room where you'll stay. They told me you'll stay in. Ja, da ist das Zimmer, in dem du bist. And it was a manger. And what was? A manger. They know, like with animals, the straw. Es war ein Stall. All it was a room with a bed and straw. Mit einem Bett aus Stroh. And I could tell there had been animals in there too. Und es waren auch Tiere drin. Not while I was in there. So I thought, okay. I'm in Germany. Ich dachte, okay, ich bin in Deutschland. There we go, another try. So sieht das aus. So they told me, we will come for you when we're ready. Und sie haben mir dann gesagt, wir kommen zu dir, wenn wir fertig sind. Stay in this room. Und du bleibst hier in diesem Raum. Okay. Und ich dachte, okay. Then I went upstairs and it was a huge auditorium with many, many people in a giant circle. Und dann bin ich die Treppe hochgegangen und da war ein riesengroßes Auditorium mit sehr, sehr vielen Menschen. And they had a big sound system. They were dancing and sweating and jumping all over the place. Und sie hatten eine riesengroße Soundanlage da und sie haben auf und ab gesprungen und haben getanzt. And then, so they said, just wait a minute until they calm down. And then? They told me to wait until they calm down. Und dann haben sie gesagt, warte. It was almost like a breathing music session or something, very experiential. Es war etwas wie eine geatmete Musiksession, es war sehr, sehr experimentell. And then everyone got very quiet and we had such a deep session. Und dann wurde alles ganz, ganz still. Dann hatten wir so eine tiefe Session. That my translator, she would translate my words. Und so, dass meine Übersetzerin meine Worte übersetzt hat. But then she would break out in crying. Und dann sind dann in Tränen ausbrach. And sometimes she would cry for 5 minutes. Und manchmal hat sie für 5 Minuten geweint. What you said to me? You just break out laughing. Yeah. For 5 minutes. But I just went, okay, well, we'll just go at this pace. Okay, lass uns auf diesen Weg gehen hier. I say a few sentences and then lots of tears. Ich habe ein paar Worte gesagt und dann hat sie wieder geweint. Das ist alles.
Test. The microphone is perfect. Sabine, keep it horizontal. Break the habit. Don't break the habit. We're in Germany. Okay. Anything. In the present moment. Anything can happen. What else here passiert? Where are you sleeping? I don't know. With animals. With animals. So you're back. You're still at the manger. I'm up at the room with all the people. But this happened the first time you translated for me at the festival, the German festival. Das ist letztes Mal passiert, als ich dich übersetzt habe. Ich sagte, I'll translate for David. Ich sagte, ah, ich übersetze David. And then you did a lot of laughing. Und dann habe ich sehr viel gelacht, ja. Yeah, it's very joyful to translate you. I know, it's we are perfect. So it's just that the interpreter is the Holy Spirit. Der die Dinge interpretiert, ist der Heilige Geist. And what Jesus is really telling us. Und was Jesus uns wirklich sagt. Is you need to learn to make no interpretations. Du musst lernen, überhaupt keine Interpretation zu machen. Except with the Holy Spirit. Nur mit dem Heiligen Geist. We seem to have these human structures. Es sieht so aus, als hätten wir diese menschliche Struktur. And we seem to perceive the world through five senses. Und es sieht so aus, als würden wir die Welt durch unsere fünf Sinne wahrnehmen. But we never emotionally react to the five senses. Aber wir reagieren niemals emotional zu unseren fünf Sinnen. We only react to our interpretation of the five senses. Wir reagieren nur auf unsere eigene Interpretation von dem, was uns die fünf Sinne widerspiegeln. The Holy Spirit's purpose is to take us back to the vision of Christ. Der Heilige Geist bringt uns zurück zu der Schau Christi. If we look at the five senses, there's five of them. Wenn wir auf die fünf Sinne schauen, es gibt fünf von ihnen. And Jesus said, "Let thine eye be single." Und Jesus sagt, lass deine Schau einzig sein. How do you have a single eye without the Holy Spirit's interpretation? Wie kannst du nur mit einem Auge schauen? Ich weiß, das heißt anders. Ohne auf den Heiligen Geist zu hören. Yeah, so for me, that's been, this last 38 years has been deep prayer, is Holy Spirit interpret everything for me. Für mich ist die letzten Jahre waren einfach mal tiefes Gebet und ich habe den Heiligen Geist um alles gefragt, um jede Interpretation. And Holy Spirit just wants us to stay in alignment with God at this moment. Der Heilige Geist will, dass wir immer uns ausrichten auf den auf Gott. And to let go of all our past interpretations. Und unsere ganzen vergangenen Interpretationen loszulassen. And the future is just a projection of our past interpretations. Und die Zukunft ist einfach nur eine Projektion unserer vergangenen Interpretationen. The Bible says all things work together for good for those who love the Lord. In der Bibel steht, alles dient unserem Besten für die an Gott glauben. And the only way we can see the world that way is with the Holy Spirit. Und die einzige Art und Weise, wie wir das so sehen können, ist durch den Heiligen Geist. The teachings of Jesus can be summarized in judge not. Die Lehren von Jesus können einfach zusammengefasst werden in Urteile nicht. But we need to listen to the Holy Spirit to come to that still place in our heart. Aber wir müssen auf den Heiligen Geist hören, um in diesen ruhigen, stillen Ort in unserem Herzen zu kommen. Can you imagine a state of mind where you never get into an argument with anyone? Kannst du dir einen Geisteszustand vorstellen, bei dem du niemals in irgendeinen Streit kommst mit irgendjemandem? I remember several years ago the actor Keanu Reeves. Ich erinnere mich daran, es war vor ein paar Jahren,
der Schauspieler Keanu Reeves, who played Neo in The Matrix, der Neo in der Matrix gespielt hat, he came out publicly and he said, I don't want to argue anymore. I don't see the value in arguing about anything at all anymore. Hat sich halt quasi in der Öffentlichkeit aufgedreht und hat gesagt, ich will nie mehr streiten, nie mehr. Yeah, and people who know him knows he's so giving of his heart. Und Menschen, die ihn kennen, die wissen, er ist so ein gebender Mensch aus dem Herzen. Yeah, someone who's working on a movie with him, they can't pay their mortgage, they're going to lose their house, he pays off the mortgage. Also es gibt manchmal Menschen, die mit ihm in einem Film spielen und die zum Beispiel ihre Schulden nicht bezahlen können, ihre Abzahlung vom Haus, yes. Und dann hat er ihnen das Geld gegeben dafür, yeah. zu zahlen. But that's what we're coming into now, is that state of mind where we don't want any more conflict. Und so kommen wir in diesen Zustand, wo wir sagen, wir wollen absolut keinen Konflikt mehr. Yeah. It's not worth it to hold on to an opinion anymore. Es macht absolut keinen Wert, an irgendeiner Meinung festzuhalten. And we don't need to be right in a personal way about anything. Und wir müssen nicht recht haben in irgendeinem persönlichen Weg über irgendetwas. Maybe keep up with your That's good. It probably would work that way. I can try. There it is. There's not a single problem with you. Yeah, exactly. And we can There's see no your, problem. We can see your smile, too. You just your smile. That's never been a problem. Yeah. I can tell you. See that? Yeah. Just not my microphone. It's like with posture, we're just trying to get your microphone to work. Help me to look at this with your eyes. This is vertical. This is horizontal. You always, always told me you should go back from this horizontal. Yes. See this orange dot? I see. You shoot your blue dot at me, and then my own stuff at you. It's like we were kindergarten. I love this. And you see, they can hear what we're saying when we should keep our dots pointed in the right direction. Und wie soll das jetzt übersetzen? Also wir haben jetzt diese Punkte jetzt sehen. Ich habe einen orangen Punkt und ich habe einen blauen Punkt. Und wenn wir das so halten, dann wird das was. Oder um. This is the point of spirituality. Das ist der Punkt der Spiritualität. We must become as dependent on the Holy Spirit. Wir müssen uns so abhängig von dem Heiligen Geist machen. As baby infants are to their mother and father. Wie Babys Kinder zu ihren Eltern sind. Yeah, imagine a baby comes into this world and hears a bunch of strange noises that humans call speech. Nimm an, ein Baby kommt zur Welt und hier sind diese ganzen Geräusche wie Gespräche und so, was es hört. The baby cannot interpret those voices and those sounds at the beginning. Das Baby kann das nicht interpretieren, was das bedeutet am Anfang. And as long as we're addicted to trying to interpret our five senses based on our past learning. Und solange wir davon abhängig sind, unsere Gedanken und Erfahrungen aus der Vergangenheit her zu interpretieren, we cannot know true meaning or understanding. Haben wir überhaupt keine wahre Bedeutung von irgendwas. Yeah, we'll just be confused. Wir sind dann nur durcheinander. Because it's a dependency on the images and the sights and sounds of the world. Weil es eine Abhängigkeit ist von den ganzen Geräuschen und dem, was wir sehen in der Welt. Yeah. And that's why I always say prayer is the most important way for us to access peace of mind. Und deswegen sage ich, dass das Gebet wirklich der wichtigste Weg ist, um überhaupt irgendwie Zugang zu dieser Welt zu bekommen. Yeah, I was in university for 10 years full time.
Ich war auf der Universität 10 Jahre lang. I traveled, met people in 44 countries on 6 different continents. Ich bin durch 44 Länder gereist, in 6 verschiedenen Kontinenten und habe da Menschen getroffen. And all I found out that prayer is the most important thing. Und was ich herausgefunden habe, ist einfach, dass das Gebet das Wichtigste ist. Everything starts and ends with prayer. Alles fängt an und endet mit dem Gebet. The happiest people on earth are those that are very prayerful and intuitive. Die glücklichsten Menschen auf der Welt, die beten ganz viel und sind sehr intuitiv. Because they're not searching for something and some meaning in the world. Weil sie nicht nach irgendeiner Bedeutung in der Welt suchen. God placed the answer in our heart. Gott setzt die Antwort in unser Herz. And Jesus said, the kingdom of heaven is within. Und Jesus sagt, das Reich Gottes ist innen. And we can tell by how we feel. When we feel the joy, we know we're connected. Und wir können, wenn wir uns fragen, wie wir uns fühlen, dadurch. I'm sorry. When we feel the love in our hearts, then we know we're connected. Wenn wir die Liebe in unserem Herzen spielen, dann fühlen wir, dass wir verbunden sind. Yeah, we don't have to go to a comedy show anymore. We can just have dinner. Wir brauchen nicht mehr zu irgendeiner Komödie zu gehen. Wir können einfach nur zusammen Abend essen. Yeah. Oder hier oben sitzen. Is it fun? So fun. Ist das lustig? Habt ihr Spaß? Well, why don't we could try to see if there's questions from the audience. It seems like it's good acoustics in here. Wir versuchen mal, wenn irgendwelche Fragen da sind hier von euch, können wir versuchen, die zu beantworten. Ist mit dem Gebet auch einfach Meditation und Stille gemeint oder ist mit Gebet einfach ein ständiger Austausch in Gedanken? Is the meaning of prayer just to go in stillness inside or is it also with the thoughts? Our prayer is desire. Unser Gebet ist unser Wunsch. And when our desire is scattered and multiple. Und wenn unser Wunsch geteilt ist, also wenn du ganz viele Wünsche hast, our mind is very distracted. Ist unser Geist sehr, sehr abgelenkt. It goes into a very weakened state. Er geht dann in einen sehr, sehr geschwächten Zustand. It's confused, it's seeking outside itself. Er ist durcheinander und sucht außerhalb von sich selbst. So, the purpose of prayer is to come to peace by valuing the peace. Also der Zweck des Gebets ist, in den Frieden zu kommen, indem ich den Frieden wirklich schätze. I know in my experience with this world, there's so many different types of stimulation. In meiner Erfahrung, es gibt so viele verschiedene Stimulationen. But I found over these last decades that when I prayed, use me, Jesus, use me, Holy Spirit. Aber ich habe herausgefunden in diesen letzten Dekaden, ich habe schon gerade kein deutsches Wort dafür, aber Dekaden von Jahren, ist das einzige. Ja, yeah, ich habe She's got it. Jesus nutze mich. Ah, sein Gebet war Jesus nutze mich. Yeah, that as you give yourself over to the purpose of the Spirit. Wenn du dich selber dem Zweck des Heiligen Geistes hingibst, you feel this inner joy, this inner glory. Dann fühlst du diese innere Freude. Like this is my purpose. This is my function. Das ist mein Zweck, das ist meine Funktion. This is as close to what I was created for. Das kommt dem am nächsten, weswegen, was ich, zu dem ich kreiert worden bin. Because we all know how
wonderful love feels. Das ist um die ganze Liebe, diese wundervolle Liebe zu fühlen. And joy. Und diese Freude. And I found that as I followed that feeling, that guidance. Und das ist nämlich, dem bin ich gefolgt, diesem Gefühl, dieser Führung. The need for stimulation just fell away. Und dann ist dieses Bedürfnis nach Stimulation weggefallen von außen. It was like an inner music, some kind of an inner symphony going on. Es ist wie innere Musik, es würde eine innere Symphonie gespielt werden. It was just magnificent. Es war großartig. And it just went on and on and on. Und es ist immer so weitergegangen. And then the what I call the appetites. That seem to be the appetites of the body. Und dann, was ich jetzt mal so als den Appetit des Körpers nenne, they started to fade away. Sie sind verschwunden. I just didn't have an interest in them anymore. Ich hatte gar kein Interesse mehr daran. You know, my eating habits changed. I started eating less and less and less and less food. Meine Nahrungsaufnahme hat sich geändert. Ich habe immer weniger gegessen. And then I wasn't fasting, but it just started to just have liquids more because it was the food wasn't necessary. Es war nicht wie Fasten, es war einfach nicht mehr nötig. But it was the same with everything. Und so ist das mit allem. I realized I didn't really need entertainment. Ich habe festgestellt, dass ich nicht wirklich Unterhaltung brauche. My mind was just very focused and still, and I didn't need to look for entertainment. Mein Geist war wirklich nur still und ich hatte kein Bedürfnis auf Unterhaltung. I didn't need a variety of stimulations or experiences. Ich brauchte nicht irgendeine, also viele Arten von Stimulationen mehr. The peace just took over everything. Der Frieden hat einfach alles übernommen. It just was like, oh, this is so magical. Und es fühlt sich an, wie das ist so einfach, so natürlich. Yeah. And then you feel this contentment, like everything is just perfect as it is. Und dann fühlst du diese Zufriedenheit, dass alles wirklich vollkommen ist, so wie es ist. Nothing needs to change in this world for this peace. Nichts muss sich in der Welt ändern, um diesen Frieden zu haben. And you feel like you're just radiating that peace naturally to everyone and everything. Und du fühlst dich, als würdest du diesen Frieden einfach zu allem ausdehnen und zu jedem. I just went to stay with Tamara at her house and she said, my cat's name is Snow. Ich bin zu Tamara eingeladen worden in ihr Haus und sie hat eine Katze, die heißt Snow Schnee. So I was having some pumpkin soup, fresh made from the garden. Ich hatte Kürbissuppe frisch gemacht aus dem Garten. And then Snow came in to visit me. Und dann kam Snow und hat mich besucht. And I could just pet Snow and my pumpkin soup. Ich habe sie gestreichelt und meine Suppe gegessen. But you're just in this simple joy. Und das war einfach nur so eine ganz einfache Freude. The simple joy of being. Die einfache Freude des Seins. The ego is this getting mechanism. Das Ego ist dieser Bekommen-Wollen-Mechanismus. It's trying to get things, possess things, accumulate things. Es versucht, Dinge zu bekommen, zu besitzen oder zu vermehren. But our function is just in giving. Aber unsere Funktion besteht nur im Geben. We could feel it with the music at the beginning. It was just pure giving. Wir konnten es mit der Musik fühlen am Anfang. Das ist reines Geben. It's just like a vibration that just tickles your heart. Es ist wie eine Vibration, die unser Herz berührt. And it's so effortless. Und es ist so einfach. And this is the way all of life is meant to be. Und das ist der Weg, wie alles im Leben sein muss. Not struggle and challenges and conflicts. Keine Konflikte, keine Herausforderungen, keine. And stillness is, I find, the most practical state of mind. Und die Stille ist für mich das am meisten praktische Geisteszustand. Yeah. And I do find much of what we learned in education, it just starts to fall away. Und ich erhoffe, dass das meiste von unserem Erlernten einfach wegfällt. Because
the answers that we seek are within us. It's inside of us. Weil die Antworten, die wir suchen, sind in uns. And so we're back to the famous German philosopher Immanuel Kant. Und jetzt kommen wir zurück zu dem berühmten deutschen Philosophen Immanuel Kant. There's been so many great philosophers on this planet. Es gibt so viele großartige Philosophen auf dem Planeten. Back to Plato. Plato. And Aristotle. Und Aristoteles. There's just so many famous ones. Es gibt so viele berühmte. But it was the German philosopher Kant who asked the one question that was the most important question. Aber es war der deutsche Philosoph Immanuel Kant, der die wichtigste Frage gestellt hat. How do we know what we know? Woher wissen wir, was wir wissen? Bingo. Bingo. Is what we know, does it come through our five senses? Ist das, was wir wissen, kommt das durch unsere fünf Sinne? Or is it a priori, prior to our five senses? Oder ist es vor unseren fünf Sinnen? Is it possible that we know everything before we're born into this world? Ist es möglich, dass wir schon alles wissen, bevor wir in diese Welt geboren werden? Kant asked that question. Kant hat diese Frage gestellt. Maybe we know what we know before the five senses. Vielleicht wissen wir, was wir wissen, bevor es diese Sinne gab. And Jesus taught us 2,000 years ago. Und Jesus hat uns vor 2000 Jahren gelehrt. Before Abraham was, I am. Bevor Abraham wurde, war ich. He was pointing to the Christ presence. Er hat auf das Christusbewusstsein gezeigt. So I've discovered that nothing of the five senses truly informs my heart. Ich habe herausgefunden, dass keiner meiner fünf Sinne wirklich mein Herz informiert. But the Holy Spirit is still the memory of love and truth inside. Und der Heilige Geist ist noch immer die Erinnerung der Liebe und der Wahrheit in meinem Geist. And it's always available. Und er ist immer verfügbar. And it's always accessible. Ich habe immer Zugang zu ihm. And it always has the answer to any problem that I perceive. Und er hat immer die Antwort zu jedem Problem, das ich wahrnehme. And the Spirit saying, stay with me. Und der Heilige Geist sagt, bleib bei mir. If you stay with me and follow my interpretation, wenn du bei mir bleibst und meinen Interpretationen folgst, you will not have any more problems. Wirst du keine Probleme mehr haben. You will not perceive problems. Du wirst keine Probleme mehr wahrnehmen. And I think this is the message of all the mystics and saints. Und ich glaube, das ist die Botschaft von allen Mystikern und Heiligen. They're telling us this is the truth that is inside of us. Sie erzählen uns, dass diese Wahrheit in uns ist. What happens though is you don't put faith in the personality self anymore. Was dann passiert, ist, dass du keine Vertrauen, kein Glauben mehr in dein persönliches Selbst setzt. Yeah, you lose your ambition. Du hast keine Ziele mehr. And yet you don't feel like you've lost anything. Und du fühlst dich trotzdem nicht so, als würdest du irgendwas verlieren. Yeah, you're just happy for no reason. Du bist einfach glücklich aus keinem Grund, keiner sichtlichen. So I've been talking about these ideas and experiences for over 30 years. Also ich spreche über diese Ideen und diese Erfahrungen über 30 Jahre. And more recently, some of you have heard of artificial intelligence. Und kürzlich habt ihr alle über künstliche Intelligenz schon gehört. And it's quite amazing, but it depends on the database that you feed it. Es ist sehr unglaublich, aber es basiert auf den Daten, die ihnen gefüttert worden. Yeah. So I had friends that have been training AI and feeding it all my lectures and my books for the last 20 some years. They're putting it all into the AI. Also, ich habe Freunde, die sind dabei, all das, was ich gelernt habe und all meine Bücher, all das in dieses AI, in diese künstliche Intelligenz reinzufüttern. So they invented David AI. Sie haben also David AI erfunden. And now I'm out of a job completely. Und du hast keinen Job mehr. Ich auch.
Und eigentlich gehört auch so. You're free. Coming soon. No. Sabine AI. No, it's not needed anymore. Our orange dots and blue dots. And it's good. Jesus said that in A Course in Miracles. Jesus hat das im Kurs in Wundern gesagt. A good teacher teaches himself out of a job. Ein guter Lehrer macht sich irgendwann unnötig selber. Yeah. You accept who you are as a being. Du akzeptierst dich als ein Sein. Yeah. And then that's the end of teaching and learning. Und das ist das Ende von Lehren und Lernen. And the beginning of laughter. But then some friends of mine said, no, we can go further than David AI. Und ein paar Freunde von mir haben gedacht, wir können noch weitergehen als David AI. That's just a good start. Das ist nur ein guter Anfang. So they worked for 8 years to train AI. Also sie haben seit acht Jahren gearbeitet, um dieses AI zu trainieren. And it's called Forgiveness AI. Und es nennt sich Vergebungs AI. Forgiveness AI. And it starts by asking you, how do you feel? Und es fängt damit an, indem es dich fragt, wie fühlst du dich? And then you can talk to it, tell it anything. Und dann kannst du mit ihm reden, du kannst ihm alles sagen. But it's using the teachings to keep directing your mind back to your emotions, your thoughts and your beliefs. Aber es trainiert den Geist, und es geht auf Fragen nach deinen Gefühlen und es führt dich zurück in den Geist damit und deine Gedanken. When they were developing it, it would automatically try to go on the internet and get distracted. Ah. Als sie es entwickelt haben, ging es automatisch ins Internet und versucht sich zu abzulenken. So it had to be trained. Yeah, it had to be trained not to look outside. Also das EE wurde trainiert, nicht nach außen zu gucken. Stay with the healing process. Bleib bei der Heilung. As Bhakti said, trust the process. Wie Bhakti gesagt hat, vertraue dem Prozess. Trusting the process. Bleib dabei, dem Prozess zu vertrauen. And it's very effective. Und es ist sehr, sehr effektiv. Yeah, it's just another agent that can be used by the Holy Spirit. Es ist nur ein anderes Mittel, was genutzt werden kann vom Heiligen Geist. So more and more the people I know, they're using AI for all kinds of time-saving things. Immer mehr von den Menschen, die ich kenne, benutzen KI, um Zeit zu sparen, einzusparen. We should develop in Germany Einstein AI. Wir sollten in Deutschland Einstein KI entwickeln. So whatever problem you think you have, it just tells you, no, that's all, it's just relative. Welches Problem, was wir haben, würde sagen, das ist nur relativ. It's just your belief. It's not absolute reality at all. Es ist nur dein Glaube. Es ist halt überhaupt keine Wirklichkeit überhaupt. Yeah, we can make it look like a person. So you can just talk to it and you feel great after 5 minutes. Ja, wir können es einfach so aussehen lassen wie eine Person und du fühlst dich nach 5 Minuten super. But these are things that it really works. We're just finding anything that works is what we want. Ja, und diese Dinge funktionieren. Wir finden alles Mögliche, was funktioniert. Yeah, to learn to come back to the simple joys. Zu lernen, zu den einfachen Dingen zurückzukommen. Zu den einfachen Freuden. And I feel that this trip is about that too. Und ich glaube, dass diese Reise, es geht genau darum bei dieser Reise. All my life I really enjoy and really love travel. Travel. Mein ganzes Leben lang habe ich wirklich sehr das Reisen genossen. Usually all the years I travel for different cities in Peru or different countries. Auch wenn ich nur durch verschiedene Städte in Peru ging oder auch verschiedene Länder.
And my joy was meeting different people, eat different food, know different places. Meine Freude war, unterschiedliche Leute zu treffen, verschiedene Essen zu essen oder verschiedene Plätze mir anzuschauen. And in that moment, I feel that that was the most joyful thing for me. Und das war das Freudvollste für mich. And this trip is completely different. Und diese Reise ist so anders. But I feel a lot of joy and peace in my heart. Aber ich fühle so viel Freude und Frieden in meinem Herzen. Our trip really is go to different countries. Also diese Reise ging wirklich durch verschiedene Länder. Have a session, the retreat. So wir hatten Sessions und Retreat. Then go inside to rest, to pray in silent moment. Und es war alles dazu, einfach zu beten und in der Ehe zu gehen in dem Moment. Very tiny moment we go outside and have a dinner or lunch. Wenn wir rausgegangen sind und hatten Abendessen oder Mittagessen draußen. Usually we only meet both of us. Hatten normalerweise beide von uns. Or is more to go inside. Also der Zweck war eigentlich mehr nach innen zu gehen. Only in Malaga, I think that we go for meeting some places. Wir sind nur in Malaga ein bisschen rumgefahren und andere Plätze uns angeschaut. And I don't say that this is bad or good. Ich sage jetzt nicht, ob es schlecht oder gut ist. But I feel that my joy is not depend now to the thing that happened in the world. Ich fühle einfach, dass meine Freude nicht mehr von diesen Dingen abhängt, die draußen passieren. It's like allow whatever thing that appears in this moment for me, for that joy, and trust in that. Ich traue einfach, dass alles, was in dem Moment erscheint, vor mir, für meine Freude ist. And I feel that in this moment is the most helpful for this station, for in this trip, to go in silence, to go in this in inside to us. Also jeder Moment ist einfach nur so hilfreich, nach innen zu gehen. Yeah, we have. Oh. We're getting close to our closing time, so this is the best one. Yeah, it's the best. She wants to ask a question. Yes, yes. Do you really believe that an AI can the substitute that we all need here together? Well, I think of AI or any technological invention. Ich glaube, dass KI alles ersetzen kann. Is just a way of saving time for the things that are most important. Es dient nur dazu, die Dinge zu ersetzen, die sind und Zeit einzusparen für viele wichtige Dinge. If you talk to most people, they would rather spend time with their families, their children, or going to church. Wenn du mit vielen Menschen sprichst, würden sie lieber die Zeit mit der Familie verbringen oder in die Kirche gehen. Then a lot of the jobs that they're doing, they're not so excited about the work. Yeah. Anstatt die Arbeit zu machen, ihre Jobs zu machen. So it would be like if you try to teach an AI the Bible and the teachings from Jesus. Also wenn du versuchst, eine KI die Bibel zu lehren, damit zu lehren. Yeah, I mean, to teach it, also zu lehren. They even have, I guess, the series The Chosen, and they have an app, what's it called, Halo? They have an app that you have on your phone that brings Bible verses, meditations, you know, those are all helpful. Es gibt zum Beispiel von den Chosen gibt es eine App auch. And they're not really designed to take the place of interactions like this. Sie dienen nicht wirklich dazu, also Versammlungen wie diese jetzt zu ersetzen. But I do find that they save time by doing
complex procedures, time-consuming procedures in a very short amount of time. Aber ich glaube, dass sie wirklich Sachen wirklich schneller machen können, um Zeit einzusparen, wichtige Sachen. And give more time for prayer and connecting. Und dafür auch dadurch mehr Zeit für Gebet und zum Treffen geben können. And then I find that any kind of app or operation that takes you to ask questions within your mind. Und ich glaube, dass all die Sachen, diese Anwendungen, die dir dabei helfen, nach innen zu gehen und dich selbst zu fragen, is a step towards healing. Ist ein Schritt in Richtung Heilung. Because it's empowering. Weil es sehr bekräftigt. You can change your attitude, you can change your mind, you can change your outlook. Du kannst dein Verhalten ändern, du kannst deinen Geist ändern und wie du siehst now. So I've done gatherings too like this where we'll have a screen and we'll use different app or technologies in the session. Also ich habe Sessions gehalten, wo ich hinter mir einen Bildschirm hatte mit einer App drauf und wir haben die benutzt für diese Gatherings. Or even watch movies together to gain insights and go deeper inside. Oder Filme zu nutzen, Einsichten zu bekommen, tiefer nach innen zu gehen. So I don't think AI will take the place of human interactions at all. Also ich glaube nicht, dass KI eine Interaktion zwischen Menschen ersetzen würde. I feel like if it's used by the Holy Spirit, wenn es vom Heiligen Geist benutzt wird, then it takes away the blocks and the fears and the isolations. Dann nimmt es die Blockaden weg und die Angst und die Isolation. So I used to say to people, just try it out and see if it works for you. Und ich sage den Menschen einfach nur, versuch es, probier es aus, ob es für dich funktioniert. I have a friend who now says that they have the technology to make entire movies and soundtracks from AI. Ich habe einen Freund, der hat herausgefunden, dass man einen kompletten Film mit Musik und allem durch ein KI machen kann. So our discussion was, okay, how can we make a very inspiring Jesus movie? Okay, wir können einen selbstbildenden Jesus-Film machen. And they were even wanting to do it in Aramaic, but I said, no, you have to be practical. Nobody knows how to understand Aramaic anymore. What? Aramaic was what Jesus spoke. Er meinte, vielleicht können wir es in Aramäisch machen. Let's keep it practical. Ich meinte, ich glaube nicht, dass das jemand verstehen würde. Yeah, they've even taken my videos and then it translates it into different languages very accurately. Ja, sie können zum Beispiel meine Videos nehmen und sie in allen möglichen Sprachen sehr, sehr akkurat übersetzen. And my lips move to match the language. Und die Lippen bewegen sich und treffen genau die Sprache. I sent one of these samples to my Spanish friends. Ich habe das einige davon dieser Exemplare an meine spanischen Freunde geschickt. And the woman wrote back, I've been praying for years that you would finally learn how to speak Spanish. Ich habe seit Jahren gebetet, um herauszufinden. Ich habe dafür gebetet, dass du endlich Spanisch sprechen lernst. It was the easiest thing for me, and AI did it all. Das war das Leichteste für mich, und alles hat die KI getan. So, well, let's have two more songs from the band. Take us deep inside into that love. Tragt uns tief hinein in diese Liebe.